84. Das Endspiel auf die Farben nicht so ganz einfach. Gelb und Braun könnten da Probleme machen. Und jetzt snookert er sich noch selber auf Gelb. Kommt er da noch dran vorbei? Muss in die Bande reinspielen. Ja, das klappt nicht. Also kein nächster Century. Aber ein herrliches 90er Break von Ronnie O'Sullivan, der damit auch Frame 2 holte, seine Führung gegen Michael Holt auf 2:0 ausbaute. Allerdings ist es noch nicht amtlich. Michael Holt 5. Da sogar noch ein Foul, 5 Punkte für Holt. Holt hat noch nicht aufgegeben, muss er ja auch nicht. Es sind noch Bälle auf dem Tisch und solange kann er weiterspielen. Das macht er auch. Das macht auch Sinn, denn er war ja noch kaum am Tisch. Und auf diese Art und Weise ein bisschen in den Stoß zu kommen, das ist hilfreich. An der Mess. Six, Michael Holt. Hat er sich einen Spaß draus gemacht? Michael Holt jetzt etwas verunsichert, fragt, kann ich weiterspielen oder was ist jetzt los? Den Ronnie O'Sullivan, der einfach pink gespielt hatte. Genau wissend, dass eigentlich gelb dran war. Ronnie. Da gibt es eine Warnung von Alan Chamberlain. Sagt bitte Ronnie, spiele ordentlich. Das ist ansonsten nicht das gentlemanlike Verhalten, was ja auch in den Regeln vorgeschrieben ist. Two. Natürlich ist klar, Ronnie O'Sullivan hat keine Lust, den Frame mehr weiter zu spielen. Sagt sich, der ist ja längst entschieden. Aber es ist das gute Recht von Michael Holt, hier eben noch nicht aufzugeben. Und das muss auch Ronnie O'Sullivan akzeptieren. 14. Und das ist natürlich ein Ball, der kann ihm Selbstvertrauen geben. Michael Holt 14, Ronnie O'Sullivan 6. Und jetzt gibt Michael Holt den Frame auf. Jetzt ist es also auch amtlich. Jetzt ist er wirklich vorbei. 2:0 für Ronnie O'Sullivan gegen Michael Holt.